Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen. Mein Name ist Nicole und heute ist bei mir die Pinkbox angekommen. Wir packen die aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Video. Je nach Abodauer bezahlt ihr 12,50 € bis 15 € für diese Box und sie kommt monatlich zu euch nach Hause. Sie enthält 5 Beauty-Produkte sowie ein Magazin und manchmal hat sie auch ein Special Design, so wie jetzt auch in diesem Monat. Ich bekomme tatsächlich jeden Monat 2 Boxen nach Hause, denn eine wird mir ganz lieb als PR zugesandt vom Pinkbox-Team. Herzlichen Dank dafür. Und die zweite habe ich ganz regulär im Abo. Somit kann ich auch in diesem Video wieder eine Box an euch verlosen. Wenn ihr an der Verlosung teilnehmen möchtet, dann seid bitte Abonnent meines Kanals, gebt meinem Video einen Daumen nach oben und schreibt mir einen lieben Kommentar mit dem Hashtag Future. Das ist ein Teil aus dem Titelthema zu dieser Box in diesem Monat und dann weiß ich, dass ihr teilnehmen möchtet. Ich wünsche euch ganz viel Glück und wir schauen uns jetzt aber erstmal an, was sich hier so Schönes drin verbirgt. Im Versandkarton zur Pinkbox lag mal wieder dieser Flyer dabei. Das heißt, es haben nicht alle Produkte in der Box Platz gefunden. Und das schauen wir uns jetzt als erstes an. Außerdem lagen dort noch ein paar Flyer mit dabei. Einmal dieser hier, da ist ein süßer Wuffi abgebildet. Da geht es um Tails.com und da gibt es spezielles Futter, individuelles Futter für deinen Hund. Gut, ich habe Katzen. Ich müsste da mal hinschauen, ob die vielleicht auch speziell für Katzen was haben. Aber für alle Hundebesitzer ist das natürlich eine ganz interessante Geschichte. Das zweite ist einmal dieser Flyer hier. Hier sind ein paar hübsche Blumen abgebildet. Die läuten natürlich den Frühling ein und Frühlingserwachen steht hier auch drauf. Hier gibt es 5 Tipps aus der Redaktion, liebevoll für dich zusammengestellt. Das Beste aus Beauty, Essen und Trinken, Accessoires und viel mehr. Und dann sind da ein paar Rabattcodes drin. Hier schaue ich immer ganz gerne mal rein. Da sind immer ganz coole Codes eigentlich drin, womit man dann etwas sparen kann auf den einzelnen Shopseiten. Und dann lag im Versandkarton auch noch dieses Magazin. Da haben wir diesmal Geosaison unterwegs in der Welt. Nachhaltig gut vom Glück des grünen Reisens. Und hier ist eine Wanderin abgebildet, die da einen sehr schönen Tannenwald durchquert und das sieht sehr schön aus. Hier werde ich auf alle Fälle reinblättern. Es ist hier ja so ein bisschen inspirierend, dieses Magazin, und man könnte sich so Tipps holen, was man vielleicht unternehmen könnte, wo man vielleicht mal hinreisen könnte, insofern das wieder uneingeschränkt möglich ist. Also das finde ich eigentlich ganz cool. Und dann haben wir schon das eigentliche erste Produkt, was nicht in der Box Platz gefunden hatte. Und das ist einmal diese Haarbürste hier. Die ist von Ebelin Professional, eine vegane Pflegebürste für ultimativen Glanz und optimale Pflege zu 100% vegan. Und man sieht hier, dass die Borsten so aus 2 Teilen bestehen. Da haben wir einmal, ja, ich würde sagen, das ist Plastik und um dieses Plastik herum sind nochmal so andere Borsten. Ich glaube auch, dass die ebenfalls aus Plastik bestehen. Ich weiß es nicht genau. Wir schauen jetzt einfach mal, was hier hinten noch drauf steht und dann kann ich euch vielleicht mehr sagen. Also sie schreiben hier auf der Rückseite mehr Glanz als mit Naturborsten. Der Kunststoff des Bürstenkörpers ist aus nachwachsendem Rohstoff, aber sie schreiben hier leider nicht aus welchem. Hier ist aber noch ein bisschen mehr Text. Vielleicht verraten sie das ja da. Aus Liebe zur natürlichen Schönheit. Die veganen, innovativen Pflegeborsten verleihen dem Haar ultimativen Glanz und optimale Pflege. Die Kombination aus Pflegeborsten mit genoppten Nylonstiften sorgen für ein schonendes Entwirren der Haare. Der Kunststoff des Bürstenkörpers ist aus nachwachsendem Rohstoff gefertigt. Dank der ergonomischen Griffform liegt die Bürste besonders gut in der Hand. Okay, aber sie schreiben hier leider wirklich nicht aus was genau das hergestellt ist. Das finde ich ein bisschen schade. Aber so grundsätzlich ist es eine ganz coole Geschichte. Da die Bürste kann man immer wieder mal austauschen. Ob ich die jetzt behalte oder nicht, weiß ich noch nicht genau. Ich habe da etwas, was ich sehr gerne nutze und was sehr langlebig ist. Und darum wird das sehr wahrscheinlich in eine Verlosung wandern. In eine separate dann. Ich verlose jetzt in diesem Video eine komplette Box. Und die schauen wir uns jetzt auch einmal aus der Nähe an. Denn wir haben hier ein besonders schönes Special Design. Hier ist eine, ja, Kugel, eine Wahrsagerkugel abgebildet. Und dann steht da drin, The future is female. Die Zukunft ist weiblich.
Okay, das lasse ich jetzt mal so dahingestellt, ob das wirklich so ist oder nicht. Das ist natürlich angelehnt an den Weltfrauentag und so. Das finde ich darum also ganz passend. Und dann haben wir hier im Deckel immer drin stehen: Du bist schön. Ich finde, das ist so ein kleines Extra, was das Design oder das Gefühl beim Auspacken einfach noch ein bisschen mehr aufpeppt und ganz schön ist. Und dann sehen wir jetzt hier schwarzes Seidenpapier, das ist zugebunden mit einem Schleifenband und das Ganze ist dann auch nochmal zugeklebt mit einem kleinen Aufkleber, wo ein goldenes Herz drauf ist. Und jetzt mache ich das Seidenpapier einmal auf und dann zeige ich euch auch direkt den ersten Blick in die Box. Da sehen wir zunächst einmal noch das Begleitmagazin, da schauen wir auch gleich noch rein. Und dann haben wir hier schon mal drei echt große Produkte, die wir hier erspielen können. Ich bin gespannt. Aber zunächst einmal das Heftchen hier. In dem Magazin findet ihr immer alle Produkte abgebildet, Beschreibungen dazu und auch Preisangaben. Das blende ich euch aber alles ein. Grundsätzlich kann der Inhalt von Box zu Box etwas variieren. Die meisten Produkte sind identisch, aber es gibt so einzelne Produkte, die sind immer irgendwie anders. Das heißt, auch bei der Verlosungsbox kann es durchaus sein, dass da der Inhalt ein klein wenig abweicht. Leider sind hier die abweichenden Produkte immer nicht mit abgebildet. Das heißt, hier sind immer nur die Dinge beschrieben, die ihr auch selbst in der Box habt. Ich finde es persönlich ein bisschen schade. Ich würde euch nämlich gerne auch sagen können, was noch Alternativprodukte gewesen wären. Aber so ist es nun mal. Und wir schauen jetzt aber mal einmal hier rein in die Einleitung. Die möchte ich euch auch einmal kurz vorlesen. Hallo Pink Lady. Was die Zukunft bringt, kann keiner so genau sagen. Du möchtest trotzdem wissen, was wir in unserer Glaskugel sehen. Starke Frauen, die keine Angst davor haben, sich durchzusetzen und ihre Träume zu verwirklichen, die sich trauen, etwas Neues zu erschaffen, die zusammenhalten, füreinander einstehen und die Welt zu einem besseren Ort machen. Wir sind uns sicher, the future is female. Mit dieser Pinkbox im Special Design möchten wir dein Selbstbewusstsein stärken und dich ermutigen, deine Weiblichkeit zu unterstreichen. Wir wünschen dir viel Spaß beim Testen der Produkte, dein Pinkbox-Team. PS, am 8. März ist Weltfrauentag. Lass dich gebührend feiern. Und dann ist da noch eine Faust abgebildet. Ja, ein passendes Thema jetzt für den Monat. Eine schöne Einleitung und mal schauen, mit welchen Produkten sie das Ganze jetzt noch unterstreichen werden. Und hier habe ich jetzt einmal einen echt großen Oschi gegriffen. Wir haben hier ein Produkt für die Haare von My New Hair, ein Balance Everyday Shampoo für Haar- und Kopfhaut. Ich habe von dieser Marke schon auch mal was in den Händen gehabt. Ich habe aber noch nicht wirklich was von denen ausprobiert. Ich weiß überhaupt nicht, wie die so sind. In jedem Fall finde ich es darum sehr spannend. Wir haben hier ein Shampoo für normales bis schnell fettendes Haar. Das heißt, ich werde mir das für die Sommermonate aufheben. Da passt es, glaube ich, dann bei meinen Haaren noch besser. Hier ist Bambuskohle mit drin, Pflanzenextrakte. Und Präbiotika ist ja auch noch mit dabei. Das Produkt ist vegan und wir haben hier 300 Milliliter drin. Das ist eine ordentliche Menge. Mal schauen, was Sie hier noch schreiben. Es reinigt das Haar sanft und befreit es von überschüssigem Fett, wirkt beruhigend für die Kopfhaut und hilft ihr dabei, das natürliche Gleichgewicht wiederzufinden. Verlängert die Zeit zwischen zwei Haarwäschen, pflegt das Haar vom Ansatz bis in die Spitzen und schenkt Glanz. Für die tägliche Haarwäsche geeignet, auch für Locken geeignet. Ja, klingt doch ziemlich gut. Hier sind keine Silikone drin, keine Sulfattenside und hier sind auch keine Inhaltsstoffe tierischen Ursprungs drin oder synthetische Färbemittel. Die sind hier auch nicht mit enthalten. Das Produkt sieht so ein bisschen dunkel aus. Es kommt bestimmt durch diese Bambuskohle. Also die Flasche selbst ist nämlich eigentlich transparent, würde ich sagen. Aber das Haarshampoo selbst ist sehr, sehr dunkel. Das ist sehr spannend. Und ich werde jetzt hier mal dran riechen. Es hat hier so eine kleine Öffnung, das finde ich ganz gut zum besseren Portionieren. Also ich rieche hier nur ganz wenig raus. Es hat so einen leicht frischen Duft. Eher dezent. Ja, doch, gefällt mir. Ich bin gespannt, wie es so in den Haaren ist. Auch gerade so mit dieser Bambuskohle. Das ist sehr interessant. Und das werde ich darum in jedem Fall ausprobieren. Das nächste Produkt finde ich vom Optischen total schön. Es hat hier so einen Blütenprint drauf als Color Splash.
Einfach sehr, sehr schön. Und wir haben hier ein Produkt von Betty Barclay, Beautiful Eden, ein Moisturizing Body Mousse, also ein feuchtigkeitsspendendes Körpermousse ist das. Sehr schön, mit 200 Milliliter. Ich verwende sowas ja ganz gerne. Hier steht schütteln, eincremen, zieht sofort ein. Und ich glaube, das testen wir mal aus. Das ist ja süß. Sie haben hier über dem Barcode so einzelne Blumen abgebildet. Auch nicht schlecht. Made in Germany steht dann da noch. Und ja, Achtung, Behälter steht unter Druck. Das müssen die bei diesen Dingern immer draufschreiben. Und jetzt schütteln wir einfach mal und schnuppern dran. Und es kommt ziemlich gut hier raus und wirklich wie eine schöne Mousse. Es riecht leicht blumig. Ach, ein schöner Duft. Ich finde das Geräusch immer so toll, wenn man so Mousse verteilt. Es wird ziemlich schnell flüssig, leichter von der Konsistenz her als wie eine Bodylotion, würde ich sagen. Ich glaube, das ist was richtig Tolles für den Sommer, wenn man sich damit morgens eincremt. Dann braucht man gar nicht mal unbedingt noch viel Parfüm oder so. Und es hat so einen Duft aus einem Mix von Creme und blumig und in jedem Fall sehr feminin. Und ich glaube, darum haben sie das vielleicht auch ausgewählt. Es passt gut zum Thema der Box. Finde ich gut. Es fühlt sich angenehm an. Es hat irgendwie einen leicht kühlenden Effekt. Und so vom Einziehen her finde ich es auch in Ordnung. Ich kenne Produkte, die ziehen noch viel schneller ein. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass jetzt hier das ewig dauert oder so, gar nicht. Also normal würde ich sagen. Ja, ich werde es aufbrauchen. In jedem Fall, mir gefällt es vom Duft und das mag ich gut bleiben. Jetzt haben wir hier noch eine Tube von Insborn mit in der Box. Da haben wir ein Aloe Vera Premium Gel, 90% reine Aloe Vera, spendet intensiv Feuchtigkeit und ist wohltuend bei gereizter Haut nach der Rasur und dem Sonnenbad. Also ich verwende solche Gele ja wirklich tatsächlich am liebsten nach dem Sonnenbaden, weil es dann einfach auch so einen kühlenden Effekt gibt und die Haut beruhigt und die Inhaltsstoffe der Aloe Vera Pflanze einfach auch sehr dafür bekannt sind, dass sie die Haut gut reparieren und gerade auch bei Sonnenschäden gut Abhilfe schaffen können. Und darum denke ich, werde ich mir das für den Sommer auch aufheben, wenn es dann wieder wärmer wird und wir wieder an den See können und dann wieder nach Hause kommen, dass ich das dann nutzen werde. Jetzt haben wir hier noch ein letztes Produkt drin und das kommt aus dem Bereich der dekorativen Kosmetik. Und das ist einmal dieses Lippenprodukt von Love in einer sehr frühlingshaften Farbe. Ein schöner Farbton ist das auf alle Fälle. Es ist ein Non-Transfer Liquid Lipstick, Matte Devotion, also ein matter Liquid Lipstick. Ich denke, ich werde ihn darum einmal so eingeschweißt lassen und nicht für mich selbst behalten, sondern lieber weiter verschenken. Ich finde die Farbe wirklich ganz bezaubernd. Ich habe noch gar nicht verraten, welcher Farbton das ist. Die Nummer 780 No Forsaking mit 6 Millilitern, die sind hier drin. Ich finde es toll, dass sie hier ein Produkt von Love mit reinpacken. Ich finde die Farbe, wie gesagt, auch sehr schön. Ich hätte mir vielleicht lieber einen Lipgloss gewünscht oder so. Ich stehe da einfach im Moment persönlich mehr drauf. Aber ja, es ist ein schönes ergänzendes Produkt für all die anderen Produkte. Wir hatten zwei Haardinge drin, einmal die Bürste und einmal das Shampoo. Es passt irgendwie ganz gut zusammen, aber theoretisch hätten sie da vielleicht auch nochmal in eine andere Richtung gehen können, wie zum Beispiel Gesichtspflege oder sowas. Das fehlt komplett in diesem Monat. Was ich oder was mein persönliches Highlight ist, ist ganz klar dieses Produkt hier. Ich liebe einfach Körperpflege in allen möglichen Formen und Varianten und Düften und das hier finde ich richtig toll. Ich finde das Produkt von Insborn sehr nützlich und das werde ich mir auch aufheben. Und am spannendsten tatsächlich doch auch dieses Haarshampoo hier, einfach wegen der Bambuskohle da drin und so und weil ich die Marke halt auch noch nicht so kenne. Ich werde euch jetzt mal einen Gesamtwert noch dazu einblenden. Ich bin gespannt, wie hoch der ausfallen wird. Und damit sind wir am Ende angekommen. Ich darf mich ganz herzlich bei euch fürs Zusehen bedanken. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Nehmt gerne an der Verlosung teil. Ich wünsche euch viel Glück und dann sage ich Tschüss, alles Liebe, eure Nicole.